Hallo, willkommen bei barrierefrei1.de. Wir sind in Bremen, Irma 2023. Erstmal hallo Thomas. Hallo Oliver, hallo. Thomas, wir sind hier auf der Irma in Bremen und ich habe was ganz Tolles gesehen. Viele haben mich nämlich gefragt, es geht immer ums Thema Wohnen, barrierefrei wohnen. Immer mehr Menschen möchten weiter zu Hause bleiben. Und hier habe ich eine ganz tolle, spannende Geschichte gesehen. Erst habe ich gedacht, sieht cool aus, zum Ausruhen ein Stuhl. Irgendwie ein Bettkasten ist auch drunter. Ja. Und so sind wir ins Gespräch gekommen dieses Jahr das erste Mal. Und du hast gesagt, es gibt es zwar schon länger, ich habe es noch nie gesehen. Eine richtig spannende Geschichte, nämlich hier vom Sitzen, vom Rollstuhl ins Sitzen, direkt reinkommen ins Liegen. Und ich denke, du kannst mich gerade mal nebenher schon mal ins Liegen bringen. Ja, der Willi filmt schön. Und von dir möchte ich natürlich heute einiges erfahren über dieses sensationelle, barrierefreie Bett, wo ich meine Fantasie schon wieder durchgeht mit mir. Ja, also wir haben hier ein Rotadorm Care, heißt es bei uns, Drehsitz, Aufstehbett. Wir sind damit schon einige Jahre am Markt, seit 2015 in Deutschland. Haben allerdings bis 2019 gebraucht, bis wir die erste Hilfsmittelnummer bekommen haben. Davon haben wir jetzt drei für drei verschiedene Versionen von dem Bett. Also nicht nur diese Version, sondern auch als Einbauvariante. Oder als mobile Variante, die sehr einfach zu transportieren ist. Das ist mittlerweile auch von der Krankenkasse finanzierbar. Das ist gut. Natürlich wollen wir ein paar technische Daten haben, Gewicht, Breite, Design und so weiter. Wir haben ja jetzt immer das Problem auf der Messe, muss ich ehrlich sagen, Bäder, die dann ein bisschen aussehen und ich fühle mich wie im Krankenhaus. Das soll aber im häuslichen Bereich eingesetzt werden. Und da denke ich gleich mal, war für mich die wichtige Frage, kann ich da auch mein Bettgestell verwenden? Das ist für mich eine wichtige Frage. Genau, das war auch das Stichwort, das ich schon genannt habe, die Einbauvariante. Wir können das Ganze auch ins eigene Bettgestell einbauen, auch in Doppelbetten. Wir brauchen einen gewissen Platz, ja, also 90 auf 2 Meter, Standardvariante. Und ja, die Seitenelemente dürfen nicht zu hoch sein. Aber das funktioniert, ja, das Design ist anpassbar. Die Breite, sage ich mal jetzt eine 80er, 90er Breite, weil wie breit geht es? Also hier haben wir eine 85 cm breite Matratze, es gibt auch eine 90 cm Variante oder 1 Meter breit. Gewicht, können da Schwergewichte wie Willi und so auch mit rein? Oder? Funktioniert, ja. Also hier geht es bis 135 Kilo Patientengewicht. Bis zu 180 haben wir Modelle zurzeit am Start. Wow. Also auch Schwergewichte können komplett hier rein. Thema Sicherheit spielt eine große Rolle, hast du mir erklärt. Genau. Das geht ja hier auch in den Pflegebereich, muss man ganz klar sagen. Das spielt hier wirklich mega Rolle. Ja klar, also wir haben hier die Care-Variante. Zeichnet sich dadurch aus, dass wir auch Seitengitter verbaut haben, die auch so funktionieren, dass das Bett jetzt nicht drehen kann, wenn die Seitengitter nach oben gezogen sind. Da ist eine Sensorik verbaut, die kontrolliert das alles. Was hier auch noch zum Tragen kommt, wir haben ein stabiles Scherengestell in dem Bett verbaut. Das heißt, wir können auf 80 cm Pflegehöhe fahren und das ist sehr verbindungssteif und stabil. Cool. Habt ihr eine Website? Na klar. Website ist iskomet.de. Ja. Und du hast mir auch erzählt, das Problem ist ja immer, die Leute, wo können sie es testen? Und da hast du mir auch was Spannendes erzählt. Ihr seid da relativ mobil, gell? Ja, wir haben ein Demo-Mobil. Das kann angefordert werden. In der Regel benutzen wir es, wenn Probestellungen von den Krankenkassen oder vom medizinischen Dienst angefordert werden. Dann kommen wir zu den Patienten nach Hause. Da ist eine Rampe dran. Man kann mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator bequem einsteigen und das Bett testen. Also ich teste es hier schon eine Weile, nehme das immer hier so, hast du ja gesehen, brutal, jeder will hier mal das ausprobieren. Wenn aber die Zeit es ermöglicht hat, konnte ich hier schön chillen, Pause machen. Das Tolle ist wirklich, muss ich sagen, das zeige ich auch hier nachher, der Transfer vom Rollstuhl sensationell. Du kannst wirklich ohne Hilfe komplett toller Transfer machen und kommst wirklich sicher in die komplette Liegeposition, kannst mich mal reinfahren. Also ja. Muss man aufpassen, das Bett ist jetzt hier auf 1,90 Meter nur. Ich bin ja 2 Meter, ja, okay. Man braucht es relativ lang, muss man dazu sagen. Also genau, doch lieber mal 10 cm länger. Länger, bestellen. Genau. Und wir können aber bis auf 2,10 Meter gehen. Ja, also. 2,10 Meter, okay. Lass mal ganz nah, ob es geht. Ja, mit deinem Fuß ein bisschen aufpassen, geht es? Zieh einfach mal rüber, das geht da ja mal einfach durch. Das funktioniert, Willi. Und dann lässt mich mal schön in die bequeme Haltung.
Also wirklich, man sieht, das Bett bietet Funktionen abartig. Ja? Oh mein Gott, ist das gechillt hier. Hey. Thomas, richtig geil hier. So habe ich noch nie moderiert. Hey. Alles klar. Schön, schön. Aber nicht einschlafen dabei, ne? Nee, nicht einschlafen. Jetzt, wir müssen weiter hier. Jetzt lässt sich natürlich verfahren wie ein ganz normales Pflegebett. Viermotorige Liegefläche, muss man dazu sagen. Und wir können zum Beispiel auch die Beinhochlage damit erreichen, ja. Und egal wie man es jetzt eingestellt hat, individuell eingestellt hat, nur mit einem Tastendruck geht es wieder nach draußen. Okay. Also es geht jetzt wieder in eine vorprogrammierte Drehposition, okay. Und du landest wieder im Sitzen. Okay. Und du hast mir auch erzählt, das ist ja das Tolle, man kann es hier wirklich einprogrammieren einmal und muss dann gar nicht da groß hier rumspielen, jedes Mal neu einstellen. Man kann sogar für die Freundin, falls die mal zu Besuch kommt, eine Sonderstellung hier einstellen. Alles möglich, Thomas? Natürlich, geht alles. Also Leute, hier, wenn ihr es nicht auf die Messe schafft mehr, ganz klar, kommt vorbei hier beim Thomas, informiert euch. Ich blende alles ein, könnt ihr unten schauen, meldet euch beim Thomas. Bis bald, euer Olli und Willi und... Thomas, ciao, danke. Ciao.